Die Hümmlinger Kreisbahn ist sozusagen in ihrer letzten Betriebsform angekommen. Außer dem Ölverkehr gibt es nicht mehr viel zu transportieren, nur der tägliche Stückgutwagen sorgt für regelmäßigen Verkehr. Hier ist die Lok gerade mit dem Stückgutwagen morgens aus Werlte gekommen. Es wurde die eine oder andere Sendung zugeladen und nun gilt es, die Tankwagen mit dem abgefüllten Rohöl abzuholen. Zwei davon stehen noch in der Verladeanlage, zwei wurden bereits an die Ladestraße rangiert. Die Hümmlinger Kreisbahn von Laaten nach Werlte schließt an die DB-Hauptstrecke von Münster nach Emden an der Nordsee an. Der Hümmling ist eine dünn besiedelte Landschaft. Entsprechend gibt es entlang der Strecke der Hümmlinger Kreisbahn nur zwei etwas größere Orte, Sögel und Werlte. Ostenwalde hingegen ist kein richtiger Ort, der Bahnhof liegt mitten auf dem flachen Lande. Der Bahnhof Ostenwalde besteht aus einem zweiseitig angeschlossenen Ladegleis. An dem Ladegleis gibt es eine Ladestraße und das Gebäude der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Der Güterschuppen des Bahnhofs liegt dagegen am durchgehenden Hauptgleis. Das Stückgutaufkommen ist derartig gering, dass der Umschlag am Streckengleis erfolgen kann. Das Dienstgebäude des Bahnhofes dient nicht als Empfangsgebäude, es beherbergt Lagerräume, eine Telefonanlage und den Schlüsselkasten für die Bahnhofsweichen. Ein einfacher Bahnsteig macht die Bahnhofsanlage komplett. Etwas außerhalb des Bahnhofes liegt ein beidseitig angeschlossener Gleisanschluss, auf dem Ölverladung stattfindet. Das Rohöl wird in der Umgebung gefördert. Mit dem Ankuppeln der gefüllten Erdöltankwagen an der Ladestraße ist der Zug der Hümmlinger Kreisbahn nach Laaten komplett und kann sich auf den Weg machen. Natürlich muss für die Abgabe des Weichenschlüssels und die Einholung des Fahrbefehls zunächst zum Bahnsteig zurückgedrückt werden. Nun kann nach Laaten ausgefahren werden, wo die Tankwagen an die DB übergeben werden. Am späten Vormittag kommt die Lokomotive aus Laaten zurück. Sie hat einen frischen Stückgutwagen von der DB übernommen und vier leere Tankwagen zur Befüllung in Ostenwalde. Zunächst muss das Stückgut aus dem Wagen in den Stückgutschuppen überladen werden. Im Eingang gibt es deutlich mehr Sendungen als im Ausgang und so dauert es seine Zeit.
Im Anschluss daran werden die Kesselwagen in das Anschlussgleis der Rohölverladung geschoben. Die Lokomotive kann nun mit ihrem einsamen Stückgutwagen die Fahrt nach Werlte antreten. Am frühen Nachmittag kommt noch einmal etwas Abwechslung in den Bahnhof Ostenwalde. Zwei bereits gefüllte Tankwagen müssen aus der Anschlussstelle herausgezogen werden und die beiden leeren Tankwagen am Beladegerüst bereitgestellt werden. Nachdem diese Rangierarbeiten erledigt sind, kann die Lok für den heutigen Feierabend nach Werlte in den Lokschuppen zurückkehren.